Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate. Wir stehen immer noch vor dem Eingang der Minen im Mantelwald des Eisenthrons. Und nachdem wir das letzte Mal ein bisschen was auf die Nase bekommen haben, versuchen wir das dieses Mal etwas besser hinzukriegen. Deswegen gucken wir mal kurz, was wir noch machen könnten. Außer Tränke, Hügelriesen, Stärke und der Lebenskraft. Magieschutztrank. Absorptionstrank. Bringt uns alles nicht so wirklich viel. Wir könnten halt mit Yahira Brandöl werfen, sobald wir die Blitze aktiviert haben. Was? Okay. Erstmal Aufstellung. Gut. Was immer ihr braucht. Du sprichst nicht Versteinerung, Schutz vor dem Bösen. Ja. Du hast ja auch einen Schutz vor dem Bösen für dich selber. Ich bin ganz Ohr. Und du einen Schutz vor dem Bösen auf Kali. Was wollt ihr? So, du sprichst dein Gebet. Du nimmst so den Furchtstab in die Hand. Was? Und noch einen eine göttliche Kraft hinterher. Ja. Gut. Und dann wollen wir mal da rein. So. Hier dürften wir jetzt gleich wieder auf die Verrückten stoßen. Genau, die da. Ich würde lieber gleich zur Sache kommen. Na los, raus mit den Schwertern und Zaubersprüchen. Kein Grund für Blutvergießen. Okay. Ihr habt gerufen? Du versuchst den da mal zu lehnen. Ich würde lieber. Und jetzt. Vier sie mal. Ich würde lieber gleich zur Sache kommen und euch beseitigen. Okay, der hat Hunde beschworen. Ich habe die Eichhörnchen geführt. So, dafür habe ich jetzt Hobgoblins beschworen. So, wer ist gefiert? Khalid, Imuel. Und Talisa auch. Okay, dafür ist der erste Magier schon mal ausgeschaltet. Der zweite auch. Der zweite ist gefiert, okay. Der da ist gefiert. Das ist ein ganz schönes Tohubabohu. Hobgoblin ist tot. Ist egal. Okay, vier ist abgekühlt vom Gegner. Dafür sind jetzt all meine Hobgoblins gefiert. So, jetzt vier zum ersten Mal den Werfer hier töten. So. Und dann bleibt noch der eine Magier übrig. Genau, auf den Hobgoblin. Sehr schön. Und alle sind tot. Ja, gut. So, die Wildhutbeschwörung ist abgeklungen. Ein Hobgoblin will Minsk angreifen. Ach, jetzt greifen sich die Hobgoblins gegenseitig an. Ein Hobgoblin greift Talisa an. Ich hoffe mal, die nichts leichter als das. Beschwörung lässt gleich nach. Verschont keinen. Kommt. Es ist gut. Ah, ich kann sie einigermaßen wieder steuern. Ja, ja. Gut. Ja, beinahe unter meiner Würde. Dann gucken wir erstmal hier rein. Ein Morgenstern, ein paar Stiefel, Trank der Frostriesenstärke und ein Brief. Das ist garantiert ein Morgenstern plus 1, so wie der aussieht. Ja. Die Stiefel. 7 Meilenstiefel, die Pranken des Geparden.
Diese verzauberten Stiefel waren früher das Eigentum eines schrecklichen Mörders, der es genoss, seine Opfer zu jagen. Er bewegte sie mit einer solchen Geschwindigkeit, dass seine Gegner auch zu Pferd keine Möglichkeit hatten, ihm zu entkommen. Mit der Zeit wurde der Mörder immer berühmter, und obwohl sein Name unbekannt blieb, waren die letzten Worte seinen Opfern vernommenen Worte überall gefürchtet. Verstecken könnt ihr euch, entkommen könnt ihr nicht. Okay. Ein Psychopath. Stiefel eines Psychopathen, besser gesagt. So, hier ein bisschen Ordnung mal reinbringen. Schriftrolle. Wir müssen wieder eure Dienste in Anspruch nehmen, Drassus. Wir rechnen mit einem Angriff auf unsere Mine im Altenwald. Ihr sollt Daveron dorthin begleiten und aufpassen, dass niemand, der töricht genug ist, euch herauszufordern, in die Mine eindringt oder einen Angriff startet. Ihr bekommt dafür auch den doppelten Lohn. Und wenn alles gut ausgeht, dürft ihr euch auf weitere Zuwendungen freuen. Rielta. Okay, den Namen Rielta haben wir bis jetzt noch nicht gehört. Der ist neu. Wo ist das Autogramm? Da ist das Autogramm. So, sortieren wir das Ganze mal so. Frostriese, Stärketrank kann mal zu ihr. Was wollt ihr? Gut. Und dann gucken wir uns die beiden toten Magier und den da an. Oh, der hat einen Punkharnisch oder einen Plattenpanzer, einen magischen. Und ansonsten hat er nichts wirklich Nützliches. Was ist das für ein Plattenpanzer? Den können wir leider nicht identifizieren. Vielleicht haben wir Glück und das ist eine schöne Rüstung für Yahira. Was? Beinahe unter meiner Würde. So, was haben die noch? Der hat nur ein paar Goldmünzen und seine Robe. Und der auch. Das eine sieht mal wieder aus wie irgendeine Schutzrobe. Sehen wir aber gleich. Zauberrobe, Widerstand gegen Kälte. Die kann weg. Zauberrobe. Ach so, nicht identifiziert. Okay. Gut. Ja, nichts leichter als das. Hier oben geht's weiter. Hier kann man rein. Mit Drizzt nehme ich sogar auf, wenn ihr mir beide Arme auf den Rücken bindet. Mutiger Spruch. Okay, den kleinen Raub habe ich früher noch nie entdeckt gehabt. Hey, ihr. Seid ihr gekommen, um zu sehen, welche Wunder schwarzer Lotus verbringen kann? Ich habe genug für uns alle. Wartet, ihr gehört nicht zu meiner Einheit. Autsch. Das war jetzt irgendwie gemein, dass Talisa ihm einfach mal eine verpasst hat und er umgefallen ist. Aber hier drin ist sonst nichts, außer dem Typen. Was? Gut. Sehr toll. Ich würde gerne wieder raus. Gut. Danke. Gut, dann können wir nur noch in das Gebäude hier reingucken. Oder mal kurz hinter das Gebäude. Wie die Pferde ganz ruhig hier rumstehen, obwohl wir gerade hier einen riesen Gemetzel angezettelt hatten. Nichts leichter als das. Dann müssen wir hier hoch gucken, ob da oben noch mehr Wächter sind, in der Hoffnung, dass da keine sind. Dass wir irgendwo noch mal in Ruhe rasten können, bevor wir da die Minen betreten. Weil wir haben jetzt wirklich fast all unser Repertoire aufgebraucht. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. So, gucken wir mal hier rein. Hier sind garantiert noch mal Wächter drin. Ja, war ja klar. Wächter, die wahrscheinlich total besoffen sind, dass sie nicht mitgekriegt haben, was draußen vor sich geht. So. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Gucken wir mal hier rein.
Gold, was ist das? Trank des Schildes. Naja, den können wir, glaube ich, nicht so wirklich gebrauchen. Widerstand gegen alle Arten magischen, nicht körperlichen Schadens. Alle Rettungswürfe werden automatisch ausgeführt. Den Trank haben wir auch noch nirgends, hä? Nein. Gut, okay. Edelstein kannst du Khalid. Dann gucken wir uns hier noch weiter um. Bisschen Gold. Ja, nehmen wir die. Was? Mal ordentlich unter aus. Meiner Würde. Dann haben wir ihn gegen seinen Kopf. Und noch jemand. Bitte tötet mich nicht. Ich sag euch ja schon, wo die Minen sind. Ja, das will ich tun, wenn ihr mir nur mein Leben lasst. Der Eingang befindet sich in der östlichen Mauer. Tut mir nichts, bitte. Das hätten wir jetzt nicht gedacht, dass der Eingang in der östlichen Mauer ist. Mich kümmert's nicht. Hier lang. So, immerhin. Hier sind 6 Truhen. Ich tue mein Bestes. Du bist jung, denn ich verschwinde jetzt. Darfst alle 6 mal öffnen und gucken, was drin ist. Wertlose Waffen, ein bisschen Gold. Noch ein bisschen Gold und ein paar wertlose Waffen. Oh, eine hübsche schwere Armbrust, aber ansonsten auch nichts. Und hier? Ein bisschen mehr Gold, sehr schön. Noch ein bisschen Gold. Jetzt müssen ja, die anderen na, mal kurz Platz Würde. Machen. Was wollt denn? Ich verschwinde jetzt. Und dann gucken wir hier rein. Ja, hier lang. Hier ist noch etwas Gold. So. Nachttischchen können wir nicht plündern. Ich nehme mal nicht an, dass wir hier drin rasten können, auch wenn es zu verlockend aussieht. Ja, hier stehen genau 6 Betten, aber was wir können ihr? Hier drin beinahe nicht rasten. Unter meiner Würde. Das ist so doof. Beinahe unter meiner Würde. Wir müssen draußen rasten. Nichts leichter als das. Wo es regnet. Cool, die Hobgoblins. Mich kümmert, denn ich verschwinde jetzt. Die Hobgoblins, die gestorben sind, haben Pfeile hinterlassen. Sehr schön. Können wir die Pfeile mal mitnehmen? Da hat immerhin noch für eine Weile Munition. Ah, dann nehmen wir die Pfeile hier auch noch mit. So. Nichts leichter als das. Dann gucken wir mal nach da oben. Ja, decken hier noch ein bisschen auf. Sehr schön. Und hier scheint es ziemlich steil nach oben zu gehen, hä? Jo. Oh. Da ist noch ein Wächter. Da war noch ein Wächter. Und ich nehme mal an, das hier ist der Eingang in die Minen. So, das heißt, bevor wir uns da reinwagen, bleibt ihr alle mal hier. Hey, wir haben in Ruhe rasten können. So, identifizieren wir den Plattenpanzer plus 1. Den du nicht anziehen kannst wegen der Halskette. Ja. Die Halskette kann jetzt keiner mehr tragen. Weil jeder schon irgendwas hatte. Du hast. Ja, du hast eh die Geschosshalskette. Tja, dann werden wir die Halskette wohl verkaufen müssen, weil ich habe lieber bessere Rüstungen. Der macht jetzt Rüstungsklasse 2. Was machst du? Du machst dann 3, ja. Du machst 1. Okay, dann behalten wir die Halskette erst einmal. Ja, Ira hat so viel mehr Minus als Minsk. Wenn wir nämlich Yahira auch noch einen Prunkharnisch besorgen, einen Feldharnisch, dann kann sie, ich glaube, dann behalten wir fürs erste Mal die Rüstung einfach an,
So. Verkaufen das Ding. Bei Khalid macht es die Rüstung nur schlechter. Okay. Die macht Rüstung auch 1, oder? Ja. Ja. Gut, alle geschlafen. Was wollt ihr? Du heizt dich einmal selber. Am besten heizt du dich zweimal selber. Was? So, gut. Und dann gucken wir mal hier rein. Ah, hi. Gib mir auf die Augen, Bo! Gib mir auf die Augen! Ah! War ja klar, dass wir hier Besuch haben. Du bist ja ein komischer Kauz. Wie arg diese Gruppe entwickelt. Schießt einfach drauf.